Billard fehlt definitiv noch auf der Pico 4, aber die Lücke wurde jetzt geschlossen mit Black Hole Pool für 19,99 Euro. Ich habe mir das Ding mal direkt für euch angeschaut. Es ist eigentlich ein Multiplayer-Spiel, aber man kann auch ein bisschen was alleine machen und genau das habe ich für euch gemacht. Ich bin in Black Hole Pool. Ich kenne das Ding schon von der Quest und jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze hier auf der Pico performt, was man machen kann, wie die Ballphysik ist. Und der erste Eindruck, das ist schon mal sehr stimmig, das sieht schon mal sehr, sehr cool aus. So, das ist ein Spiegel, da bin ich, ne? Gut getroffen, muss ich sagen. Und hier gibt es erstmal so ein Guide und okay, zack. So, Laser Pointer. You can also click one buttons using the Laser Pointer. Bend forward the right joystick. Okay, ah, guck mal hier. Und dann den rechten Trigger und schon geht's. Wo bin ich jetzt? Was ist passiert? So, to get the most out of this game, it's important to recenter yourself when the game starts and also when you feel something is off. Recenter by yourself. Ja gut, das kennen wir natürlich, ne? So. Ist wirklich knackscharf hier vor mir. Wirklich sehr cool. So, meine dominante Hand ist natürlich rechts. So, Motion Sickness. Do you have Motion Sickness? Nein. You can move forward, backward and strafe with the joystick. Das funktioniert wunderbar. Und wir haben Smooth Turn. Ja, läuft einigermaßen fluffig. Nicht 100% fluffig, aber es ist okay. So. You can also teleport by bending forward the right joystick. Okay, ich kann mich auch teleporten, seht ihr? Das geht wunderbar. Und got it. So, jetzt werde ich erstmal hier dahin geleitet. So, was haben wir hier? Ein Aufzug. Damit kann man, glaube ich, die Stages fahren. Ne? So, das bin ich. Das ist wirklich sehr scharf. Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ist ein bisschen stumm hier, ne? Weil da kann man nämlich hier eigene YouTube-Videos starten. Mache ich natürlich jetzt in dem Falle nicht. Also die Schrift ist sehr unruhig hier vom Weiten. So, jetzt geht's. Das ist jetzt okay hier bei dieser YouTube-Seite. Die Highscores sind immer noch ein bisschen am Flimmern, am Flimmern, am Flimmern, am Flimmern. Jetzt werden sie scharf. Jetzt sind sie knackscharf. Dafür flimmert jetzt hier das Kleine. So, hier ist mein Progress. Ich habe gar nichts. Also ich muss Level 24 erreichen, um eine Legende zu werden. Aber ansonsten ist das mega stimmig hier. Das sieht super mega geil aus. So, use the kiosk to start a game. You can find a kiosk near every pool table. You can use them to start games. Click on the start tutorial button. Okay, das war hier mit, ne? So, das ist der Kö. Sieht sehr cool aus. So, und jetzt sollen wir spielen. Okay. I just set up an easy shoot for you. The first step is to line up the shoot. The orbit around movement method is the easiest and fastest way to line up a shoot. Press and hold the left grip button and move your left controller left right to line up the shoot. Also ich drücke jetzt den linken Griff. Und jetzt kann ich mich hier bewegen. So. Und jetzt? Ich kann es nicht lesen, was da steht. Okay, geh nochmal weg. So. Hallo? So, you can aim by simply moving your hands just in real life. Please note your device tracking limits when aiming. When your aim looks good, press and hold the right trigger to look your... Achso. Aha. Aber das ist ja jetzt viel zu weit weg, da komme ich ja nicht dran. Was soll denn das? So, Kugeln sehen übrigens phänomenal aus, die glänzen sogar. Ja, aber ich bin da viel zu weit weg, was soll denn das? Da funktioniert doch was nicht, ne? So, kann man auch hoch und runter? Also ich versuche jetzt nochmal mit den Grifftasten. Ich versuche irgendwas mit den Controllern. Es geht nicht. Also ich bin einfach zu weit weg. So. Also das funktioniert nicht. Also ich drücke jetzt hier die linke. Drück mal die rechte Grifftaste, dann passiert nichts. Die linke. Ich bin definitiv viel zu weit weg. So, ich recenter das ganze Ding jetzt hier mal. Gucken, was passiert. So. Auch dann geht es nicht. Also mit der linken Grifftaste, dass das mich hier direkt... zu der Kugel richtig fokussiert, das funktioniert leider nicht. Okay, und ich bin viel zu hoch. Okay, egal. So, jetzt kann ich aber hier, und wenn ich jetzt den rechten Trigger drücke, soll das eigentlich fokussiert sein. Achso, ich muss das festhalten wahrscheinlich, ne? Komm, wir gucken mal. Genau, jetzt ist das hier fest und jetzt kann ich Billard spielen. Oh, scheiße. Das war ein ganz simpler Stoß. So, there are some situations where you can pick up the cue ball and
Pick up the cube, okay. So, das ist der Ball. Also der sieht wirklich sehr geil aus. Der glänzt, ne? Und ist wirklich fast ganz rund, wenn man ihn sehr nah dran hält. Man sieht ganz leicht, dass ja, kleine eckige Kanten dran sind, aber wirklich minimal. Also sehr cool. Von hier sieht er wirklich mega rund aus. So, now you can place it on the table wherever you want. Mal gucken, ob ich ihn jetzt hinbekomme. So. Und jetzt kann ich spielen. Okay, jetzt mache ich mal wieder die linke. Was? Well done, now you're ready to shoot some balls. You can stay here in practice area, you can find more rooms and game modes using the elevator. Okay. So, ist weg. Okay, ja, hier mal, guck mal hier, wenn ich jetzt hier X drücke, dann kriege ich hier mein Level, ist auch knackscharf. Ich bin hier natürlich immer noch Level 0. So, Crossplay ist auch drin, also ihr könnt dann auch mit anderen Headset-Usern zusammenspielen. So, was haben wir da? Einstellungen. Das ist mein Online-Players, also ich bin alleine. Wir können einkaufen. Reach Level 2 to unlock. Dann kann ich mir Kills kaufen. Ich kann mir Bälle kaufen. Und ich kann mir hier diese Tische kaufen, diese Teppiche. Ne? So, dann haben wir hier so ein Selfie. Cheese. Foto saved, okay. So, dann haben wir dominante Hand rechts, Turn-Mechanism, ne? Ist smooth. Lockhand Back, Orbit Mechanismen, Orbit, okay, Special Effects enabled, enabled, enabled. So, und hier kann ich jetzt noch mal eine Höhe einstellen, guck mal. So. Das ist ein bisschen tricky, ne? Kann man das auch da, also das jetzt, komm, wir machen das mal hier, ich glaube, das geht dann besser, ne? So, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Ja, ist ein bisschen sehr tief, ne? So, ne, das passt schon mehr. Aber das glänzt hier auch, ne? Also, es sieht wirklich phänomenal aus. Und was ist das andere hier? Laydown Height. Weiß nicht, was da jetzt passiert. Gar nichts. Auch nichts. Okay. So, dann haben wir die Settings und dann haben wir noch Fragezeichen. Teleport. Tablet haben wir jetzt ja. Moving Orbit Around. Touch Mode. Grab Köbel. Turning Teleport, aim with your hands, shoot by moving hand. Okay, so. Start Game, Practice AI. Also wir können jetzt hier gegen die AI spielen oder wir können Practice. Aiming Visuals Lines, die könnt ihr auch abschalten, wenn ihr möchtet. Sets to Win, easy. Wir machen einfach mal ein gegen die AI. Match started. Okay. You are breaking. So, ich darf jetzt anfangen. Ich drücke jetzt mal wieder. Das ist, also wenn ich jetzt die Grifftaste drücke, das passt nicht, ne? Guck mal, Leute. Ich kann mich zwar hier so ein bisschen, also da funktioniert irgendwas nicht. Irgendwas mache ich da falsch. Okay, ich bewege mich dann selber. So, jetzt schauen wir mal. Okay, nee, das ist nicht gut. So, jetzt hier voll Rambazamba. Oh, das war aber nicht fest, ne? Also die Kugeln laufen total smooth, also wirklich mega. So, die AI hat nun einen Kopf, also wahrscheinlich ich dann auch, wenn ich im Multiplayer spiele. Ja, geil, er hat schon einen versenkt. Ich bin wieder schlecht. So, da seht ihr das dann auf dem Scoreboard, ne? Ey, ich denke, das ist easy. Mach mal Scheiß. Ja. So, er hat eine von meinen versenkt, nicht. Du bist Your ein. turn. So, ich versuche jetzt das nochmal mit der Griff, das, aber das ist viel zu weit weg, ne? Okay, ist egal. So. Nee, ach, jetzt habe ich die Griff-Taste gedrückt, ich Idiot. So. Zack, ich habe sogar XP bekommen. Habt ihr gesehen? Hat da aufgeleuchtet. So, ich drücke jetzt nochmal die Griff-Taste. Was macht er denn dann da? Er zeigt mir das jetzt hier so an. Also ich kann mich jetzt, ich kann das zwar irgendwie hier so ein bisschen drehen, ne? Aber ich komme nicht nah genug dran. Also irgendwas stimmt da nicht oder ich habe wieder irgendwas falsch gemacht. So. Das sieht gut aus. Yeah, guck mal, ich kann's. Ich kann's. So, ist natürlich mit den Hilfslinien mega einfach, ne? Klar. Sollte die natürlich ohne spielen.
zack, drei hintereinander. Sehr cool, aber es macht auf jeden Fall Laune und es sieht sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Das mit der Grifftaste, schreibt das gerne mal in die Kommentare, was ich da wieder falsch gemacht habe. Hallo? Nee. So. Nee, nicht die weiße. Ach, scheiße. Okay, ich habe irgendwas unlocked, ein Hustlerkö und als grüne und Marble Balls. Okay, ich bin Level Up. Das ging schnell. Ich habe nicht aufgepasst, weil ich Level Up war. So. Achso, ich darf jetzt die Kugel irgendwo hinlegen, wo ich gerne möchte. Okay, das mache ich natürlich. Was ist denn hier sehr cool? Das ist cool, ne? So. Zack. Okay. Ah. Das müsste passen. Ah, oder auch nicht. Da war ich wieder zu... Ja, wie sagt man? Ungeduldig. Ne? Aber egal. Es ist sehr still hier, oder? Aber ich mache jetzt hier keine Musik, weil habe ich ja wieder Probleme mit YouTube. Gibt es diesmal ein ruhigeres Video. Ne? Hört ihr nur mein Gequatsche hier und ein bisschen die Kugeln. So, ein Bierchen fehlt jetzt hier noch so, ne? So ein virtuelles. So, welchen nehmen wir? Your turn. Ja, mein Turn, okay. Was ist denn? Die sollte doch dahin, hat doch der Strich hier gezeigt. Achso, falls das Bild jetzt ein bisschen schwimmen sollte, ich habe immer noch die Bildverbesserung an vom neuen Update. Nur das zur Info, bevor ihr das wieder in den Kommentaren schreibt. Ich wollte es auch nicht abgeschaltet haben, ich habe es vergessen. Ja, der alte Mann. Fault. Ja, Fault, hast verloren. So, das machen wir jetzt ganz clever, weil das ist dann ziemlich einfach für mich, nämlich da. Zack. So, der ist drin. Und jetzt wird es schwer, ne? Also das müssen wir mal gucken. Ich darf den jetzt nicht anspielen. Okay, ich mache das Ganze jetzt mal über Bande. Das sollte funktionieren. Oh, das war die schwarze 8, ne? Habe ich verloren? Guck mal, die dreht noch nach, die weiße. You lose. Aha, ich habe es verkackt. Okay. So, dann gucken wir mal in den Elevator. Also da kann man jetzt üben gegen die AI. Und jetzt gucken wir mal, was hier passiert, wenn ich da drauf drücke. So, was haben wir denn hier? Eine Hustlebar. Play for virtual stakes in an open pool hall. Practice room, da waren wir gerade. Exit game. Whip room. Play with your friends and invite... Das ist ein privater Raum. Wir gehen mal in die Hustlebar. Wir schauen mal. Alright. So, oh, sehr schicke, ne? Guckt mal. Oh. So. Start game regular. Start a regular match using the select rules. Okay, da kann man dann Geld wetten, ne? Sehr cool. Hier, guck mal, ganz viele Tische. Und auch hier sehr still, ne? Jetzt bin ich aber sehr klein, ne? Get a drink. Please note that you can only have one drink at a time. Pushing the button if you already have a drink will remove your previous. Ja, gib mal einen Drink. Okay, gibt es sogar was zu saufen. 1000. Aber die Pulle sieht jetzt nicht so gut aus. Okay. So. Ja, jetzt gucke ich nochmal in meinen Shop. Ich habe ja irgendwas hier freigeschaltet, ne? Wo war das hier? Shop. So. Was kostet denn der? 2000. Wo steht, was ich habe? Was war das denn? Okay. So, wo steht meine Kohle hier? Okay, da ist einer. Ich grüße dich. So, bye. Ne, habe ich nicht. Wo steht mein Geld? 10.000. Warum kann ich das nicht kaufen? So, ich glaube, der hört mich jetzt, ne? Kann das sein? Der geht wieder. Okay. Also, da habe ich gekauft. So, News. Jetzt habe ich einen neuen Kö. So, bye. Dauert ein bisschen, ne? So, benutze ich die neuen Bälle. Da sind jetzt so schwarze Punkte drauf, seht ihr? Und ja, das Grüne nehme ich auch noch. Hier, komm, wenn dann volle Suppe hier, kaufe ich mal alles hier. So. Jetzt ist das Grün, seht ihr? So, kann ich hier auch wieder blau machen, grün machen. Super. So, ich drücke da jetzt mal drauf und gucke, was hier passiert.
So, waiting for open. Achso, das ist jetzt dann wirklich nur online und dann kann ich jetzt gegen Kohle spielen. Okay, also es geht dann nicht gegen die AI. Machen wir Kanzen. Ja, also hier könnt ihr jetzt dann, wie gesagt, zusammenspielen, wenn ihr gerne möchtet. Und ich gehe nochmal in den Practice Room zurück. So. Ja, ist cool für 1999. Sieht auf jeden Fall bombastisch aus, das muss ich sagen. Sehr cooles Gefühl. Nur das mit der Grifftaste, das habe ich hier noch nicht so ganz gerafft. Und ja, ich würde sagen, ich spiele noch mal ganz, ganz kurz. Was kann man denn hier noch machen? 9 Ball, 10 Ball, so Difficulty, Easy. Was geht denn noch? Medium, Hard. Mach mal Hard. Komm, wir spielen mal Hard. Match started. Gegen die Your KI. opponent is breaking. So, jetzt habe ich auch meine neuen Kugeln. So, der haut hier richtig sofort einen raus, ne? Im Gegensatz zu mir. Aber die Kugeln sehen auch geil aus und da spiegelt sich alles drauf. Your Sehr turn. geil. So, ich kann mir alles aussuchen. Ich nehme die vollen hier. Das sieht nämlich sehr gut aus. Sehr cool. So. Jetzt habe ich die vollen Kugeln. Ach, das war nichts, ne? Doch, der sollte so. Der sollte jetzt da hinten reingehen. Das war eigentlich geplant. Leider hat es nicht ganz geklappt. Wie weit der den Kö hält, ne? Oder muss das wirklich mit der Your Grifftaste sein? turn. Ich bin einfach nur zu blöd. Aber das geht doch nicht. Guck mal, Leute. Da komme ich ja nie im Leben nicht dran. Guck mal, wie weit das weg ist, ey. Also irgendwas mache ich da falsch mit der linken Grifftaste. Aber okay. So. Da war doch diese weiße Linie da, verfluchte Axt. Was soll denn das? Fault. Ja, fault. So. Man kann bestimmt auch noch so ein bisschen feinjustieren, die Kugel. Ne? Irgendwie geht das bestimmt auch noch. Your turn. Ich schaue noch mal. Wo war das hier? Einstellungen. Da, Fragezeichen, genau. Turning Kö Touch Mode. Das ist mit Crab Kö Ball. Das ist dann. Okay, Kö Touch Mode. Komm, wir probieren das mal. Okay, ah, okay. So, aber mit dieser Grifftaste, das habe ich echt noch nicht gerafft. Ne. Okay, so, wir haben die vollen. So, zack, Punkte gemacht. Sehr cool. Ne? Ich bin noch am Führen gegen die harte KI, Leute. Ne? Also ich gebe hier alles, bin Billardmeister. Ach Mann, ich habe es mir gedacht, ich war wieder zu ungeduldig. Ne? So, komm. So, ich schlag dich, du kleine harte KI. Ja, ist ja gut gemacht. Ich klatsche mal, ich applaudiere mal hier für dich. So. Jetzt hol er auf, ne? Hier, guck mal, der kleine KI-Mensch. So, das war nix. Das kann ich aber besser. So, ich visiere jetzt schon mal direkt hier die rote Your an. turn. Glaube ich, so. Nee. So, das sieht sehr gut aus, ne? Zack. So geht das. So, dann nehmen wir die lilane. Zack. Ja, jetzt habe ich einen Lauf, ne? Sehr gut. Na, nicht so ganz. Ach Scheiße, ich habe es mir gedacht, bisschen verzogen. Aber okay, so ich bin noch am Führen. Ich habe drei Kugeln, er hat noch fünf. Muss sie anstrengen. Bin Billardmeister. Oh, hat er gehört. Komm, nächste. Haben wir eigentlich auch einen Avatar-Editor hier, ne? Muss ja eigentlich drin sein. Ne? Ich muss ja meinen Avatar mal ändern können, wenn ich möchte. Wir gucken dann nochmal im Spiegel, ob ich da was machen kann. Hat er was versenkt oder 3-3? Wahrscheinlich, ne? Ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst.
Jetzt wird's knirschknapp. Mach mal. Ey! 2, 3, jetzt hol da auf hier. Ja komm, mach mal, du harte KI. So, er dreht sich wieder. Ja, das wird auch nichts, das habe ich mir gedacht. Okay, was mache ich denn jetzt hier am besten? Ich glaube, ich nehme erstmal die Orange, ne? Your turn. Die liegt eigentlich sehr gut. Ja, müsste passen, oder? Jawohl! Sehr gut. Nicht da reinfallen. So, jetzt habe ich ein Problem, so ein kleineres. Wie mache ich es jetzt am besten? Könnte passen. Jawohl! Das hat gepasst. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich ein Problem, ne? Jetzt darf ich nicht die halbe anspielen. Okay, dann versuche ich das jetzt mal so ein bisschen hier über Bande. Okay, das war nix, ne? Jetzt gibt es ein Fault. Ich habe gefault. Ich faule vor mich hin. Ja, gut. Fault. Ja, komm, ist egal. Mach mal. Komm, gib alles. Sehr gut. Es ist ein sehr spannendes Match. 1 zu 1 Kugeln. Wer wird gewinnen? Die KI oder hier der Billardmeister? Ja, ich bin nicht die KI, ne? Ich bin die Bildermeister, ne? Okay. So, ja, versenk meine, komm. Sehr geil, danke. Du bist mir Your nach. turn. So, ist das jetzt egal oder gegenüber ins Gleiche? Ich habe keine Ahnung. Das ist immer irgendwie anders, ne? So, das war jetzt einfach mal draufgehauen. Mit viel Glück habe ich gehofft, der geht da irgendwo rein. Macht er aber nicht. So, jetzt muss er alles versenken hier, sonst hast du verloren. Was macht er jetzt? Was war Fault. das denn? Wolltest du mich gewinnen lassen oder was? So. Yeah, ich hab gewonnen! You win. Yeah, ich hab gewonnen! Yeah, hier, guck mal, mit Silvester, Kracher, tralala. So, habe ich jetzt irgendwas verdient? Ich wusste das gar nicht. Komm, wir schauen mal. Ach, da ist auch Edit Avatar, ne? So, wir schauen mal. Kann ich mir was. Wo steht denn? Achso, 6000 Coins habe ich. Und wann level ich denn hier wieder auf? Wo sieht man das denn? XP 13. Das war hier irgendwo war so eine Tafel, hier, eine XP-Tafel, ne? Da. Komm, wir schauen nochmal. 50 XP brauche ich, dann werde ich Amateur. Okay. So, komm, wir gucken nochmal in den Avatar-Editor. Maskulin, feminin. Ja, maskulin bin ich natürlich. Loading your Avatar. Okay, jetzt kann man sich hier was raussuchen. Was denn? Ich wollte scrollen. Aha, jetzt kann ich mir hier Nase wählen, Mund wählen. Aha, kann mir auch eine Maske aufsetzen hier, ne? So, updating your Avatar. So, jetzt habe ich eine Maske auf. Komm, wir gucken mal. Das hat aber noch nicht hier aktualisiert, ne? Ne. So. Komm, wir gucken noch mal in den Spiegel, ob ich jetzt so eine Maske hier auf habe. Habe ich nicht. Was ist denn das? Hä? Habe ich das nicht gesaved? So, ne, nimm mal den. So, da passiert nichts bis jetzt. Und wie next? Was ist next? Next, next. Jetzt habe ich gar keinen Avatar oder was? Ich bin unsichtbar. Ich habe es schon wieder in den Arsch gemacht. Ey. Ich mache immer alles kaputt. Ach, hier steht übrigens auch alles. Und ich kann mein Mikro hier direkt einschalten, ausschalten. Sehr geil. Meine XP stehen da. Ich bin Level 2 Rookie und habe 6000 Geld. Ah, jetzt habe ich einen anderen Avatar. Hi. Gut. Ja, das sollte es erstmal gewesen sein. Kleiner, kurzer, schneller Einblick. Tolles Spiel, aber es ist ein Multiplayer-Spiel. Machen wir uns nichts vor gegen die KI. Das macht auf Dauer natürlich keinen Spaß. Ihr müsst mit Freunden spielen. Und dann kann ich mir das richtig, richtig spaßig vorstellen. Gut, Leute, ich würde sagen, ihr bleibt noch ganz, ganz kurz dran bis zum Fazit. Also, wenn ihr das Spiel nur alleine spielen möchtet, dann ist das zu teuer. Also, die KI, die ist okay, aber ich habe sie dann beim zweiten Mal sogar auf hart geschlagen, ja. Hey, ich bin der Billardmeister.
Nee, es ist wirklich nur zum Üben. Also das Ding ist ein reines Multiplayer-Spiel und dafür ist es auch gut, ja. Also mir hat wirklich alles gefallen, das Drumherum war super, das Menü knackscharf, es ist alles drin, Avatar-Editor und so weiter. Ihr könnt auch YouTube-Videos schauen, während ihr Billard spielt. Ich habe das jetzt gelassen, ne? Ihr wisst ja, wegen Videosperren, falsches Lied ausgesucht und so weiter. Also mir gefällt es. Auch die Kugeln, die sehen phänomenal aus. Also da ist richtig so ein Glanz drauf. Die sehen richtig aus wie Billardkugeln, wie im realen Leben. Richtig, richtig gut. Physik finde ich auch sehr cool. Was ich nicht verstanden habe, ist mit der linken Grifftaste. Die habe ich zwar gedrückt, aber ich war dann viel zu weit weg. Also irgendwas habe ich da wieder falsch gemacht. Oder es liegt am Spiel, ich weiß es nicht. Ja, das könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben, ne, was ich da wieder falsch gemacht habe oder ob ich es kaputt gemacht habe, wie immer. Und was ihr natürlich sonst noch vom Spiel haltet, das gehört natürlich auch alles hier unten rein und das werde ich mir alles durchlesen und natürlich auch beantworten. Ganz zum Schluss natürlich wie immer die Einladung auf unseren Discord-Server und in unsere Facebook Pico VR Deutschland-Gruppe. Beide Links zu beiden Social-Media-Kanälen, ihr könnt es euch schon denken, natürlich hier unten in der Videobeschreibung zu finden. Joint gerne, wir freuen uns auf euch. So, jetzt viel Spaß mit einer Runde Billard für euch und ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen.